Servus und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das heutige Thema präsentiert euch gleich die Truhe. Ja, wie ihr gesehen habt, es geht heute um die Römer, die 4 Punkte Starterbox von Creeping Beast. Das sind 10 Modelle. Diese Box wurde uns freundlicherweise vom Walter von Silent Night Games in Salzburg zur Verfügung gestellt, um sie euch vorstellen zu dürfen. Ja, jetzt aber genug gebrabbelt. Jetzt machen wir mal den Blick in die Box. Ja, die erste Armee, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist die Armee der Römer, die 4 Punkte Starterbox von Creeping Beast. Ja, das Deckblatt, sehen wir uns die Rückseite an. Was soll diese Box alles enthalten? Einen Kriegsherrn Briten, sie soll 2 Einheiten Krieger enthalten und 2 Einheiten Veteranen zu Pferd. Ja, und dann sehen wir uns jetzt einmal die Miniaturen im Detail an. Ja, ich möchte mit dem Kriegsherrn beginnen, der im Briten ist. Hier hat er die Option mit einem Speer. Ja. Es würde ihm sicher auch gut passen, wenn dieser Kriegsherr mit einem Schwert bewaffnet wäre. Das könnte man vielleicht aus dem Fundus, wenn ihr den habt, nehmen. Ja, die Rüstung bzw. die Miniatur selber ist sauber gegossen, also die Rüstung ist klar erkennbar. Auch der Umhang zeigt einen schönen Faltenwurf. Ja, beim Pferd selber eigentlich auch wenig, in dem Fall wenig Guss, Grate oder so Fischhäute, das ist klar, das muss entfernt werden. Aber sonst sehr stimmig. Ja, das war mal der Kriegsherr. Dann haben wir hier einen Beutel, den lasse ich zu, das erkennt ihr so auch gut, mit Speeren für wahrscheinlich die Krieger. Damit kommen wir gleich zu den Kriegern. Das sollten 2x8 Stück sein. Sehen wir mal nach, ob das so stimmt. So, schön in die Kamera mit den Jungs. Ja, da gibt es einige ähnliche Posen. Das lässt sich nicht vermeiden. Ja. So, wie kann ich da noch rausgehen? Und hier die restlichen. Sehen wir mal, ob die Anzahl auch stimmt, aber ich glaube schon. 2, 4, 6 sind 12, 16 Miniaturen. Ja. Was kann man zu den Miniaturen sagen? Ja, es sind ziemlich einheitliche Posen. Ja, das ist halt bei einer aufgestellten Linieninfanterie so. Sie haben jetzt hier keine Kettenhemden zum Beispiel, ja. Aber das macht im Ganzen keinen Abbruch, ja. Im Großen und Ganzen sind auch die sehr schön modelliert. Man sieht kaum, ja, die Gussgrate hier ist klar, es sind zweigeteilte Formen, da ist hin und wieder was zum Nacharbeiten, aber im Großen und Ganzen, bis auf den einen habe ich jetzt hier entdeckt, hier ist eine Fischhaut zwischen Schild und Kopf, aber das kann man wirklich leicht mit einem, ja, Exacto Knife oder sonst einem Spitzenmesser oder einer Feile entfernen. Gut, 8 Krieger, die Speere waren in der anderen Tüte. Und dann sehen wir uns noch die Veteranos an. Ich werde jetzt hier die eine Packung öffnen. Ich denke nämlich, dass die ziemlich gleich sind. Kurzer Blick. Veteranen beritten in Kettenhemd. Ja. Ja, sind in etwa gleich. Ja. Machen wir die zweite Packung auch auf. Das ist, macht jetzt
können. Abbruch, so. Hier die zweite Gruppe der Veteranen. Ja, schön modelliert. Im Großen und Ganzen auch die schöne Güsse. Nicht so fein detailliert wie Kunststoff, okay. Da muss man ein klein wenig Abstriche machen, aber ansonsten, sie haben halt eine gute Haptik. So, die schnell wegräumen. Machen wir so, ich brauche hier nicht warten, bis ich mich da durchgearbeitet habe. Dann haben wir nur mehr die Pferde der Veteranen, die ich euch hier bei den Modellen noch zeigen möchte. Auch die, ja, schön gearbeitet, überhaupt keine Thematik und ja, ein bisschen gerade richten, die haben hin und wieder einen leichten Seitendrang. Das kann einfach passieren, aber das ist ja bei Zinn nicht so die große Problematik, dass man die dann biegt. So, sieht es jetzt vielleicht besser mit dem Seitendrang, den sie hier dieses Pferd nach rechts aufweist. Summa summarum, eine solide Armee, schöne Basis. Ja, und dann werden wir uns einmal ein wenig mit den Fähigkeiten der Römer beschäftigen. Ja, als nächstes sehen wir uns doch mal nochmal im Regelbuch die Fraktion der Römer an, was es hier Besonderes gibt. Also, der Blick ins Buch. Hier, das Licht etwas zu hell. Die Truppen der Römer ist klar. Was können wir alles haben? Wir können einen Kriegsherrn haben. Wir brauchen einen Kriegsherrn natürlich. Mit Pferd, Kataphrakten, Ausrüstung. Er kann nur zu Pferd sein oder zu Fuß. Die Veteranen können mit Pferden, Kataphraktenrüstung, Reinpferde oder zu Fuß natürlich auch sein. Die Krieger können mit ohne Ausstattungsoption, also zu Fuß, sie können mit Bögen bewaffnet sein, sie können mit Pferden und Kompositbögen bewaffnet sein. Ja, und die Bauern als Wurfspeere, hier kann man dementsprechend auch eine Manubaliste einsetzen. Genaues entnehmt bitte dem Regelbuch. Dann haben wir zwei legendäre Einheiten. Das ist eben Aetius, der Magister Militium. Hat eigentlich Standardwerte, zwei Sagerwürfel, die er generiert. Er ist ein Freund der Hunnen. Hier ist interessant, dass in seiner Armee können alle Modelle, die nicht über eine Kataphraktenrüstung verfügen, können ihre Fernkämpfe um 1 erhöhen. Das heißt, es gilt für Krieger und für Veteranen zum Beispiel. Dann der letzte Römer. Da dürfen die Einheiten eine Truppenverschiebung durchführen, wenn die Aktivierung weiteres M von allen Gegnern entfernt beginnt, also nicht L, und während der Begegnung nicht innerhalb von M zu einem Feind kommen. Also das ist schon einiges. Belisarius, ebenfalls ein Kriegsherr oder eine legendäre Einheit, der senkt zum Beispiel seine Impetuskosten, das werden wir gleich am Schlachtplan uns ansehen, von den Sonderfähigkeiten Ardor und Paritus um 1. Ja, das würde damit keine Impetus-Punkte kosten. Und eine Armee, die vom Belisarius geführt wird, kann einmal im Spiel kostenlos die Sonderfähigkeit Phödus einsetzen. Selbst wenn keine Sagerwürfel drauf platziert sind. Trotzdem muss er den Impetus senken. Ja? Also das sind einmal die Basics zu den Römern. Und jetzt machen wir den Blick auf den Schlachtplan. So. Ja, wir
hier seht, haben wir jetzt den Schlachtplan der Römer hier vor uns. Wir haben eben oben die Aktivierung für Veteranen oder Helden, für eine Kriegereinheit, für eine Bauerneinheit. Wir haben die Möglichkeit eines Kampfbonuses und wir haben statt quasi dem Reroll, haben wir hier den Schlachtruf, der den Impetus auf der linken Seite des Römerbordes jeweils um 1 bzw. um 2 erhöht. Dieser Impetus wird in späterer Folge wichtig sein. So, dann sehen wir uns einmal an, die ersten beiden Aktionen, die die Römer machen können. Wir haben Födus und Plumbate. Födus besagt, ist ein Befehl oder eine Reaktion. Wähle eine gegnerische Einheit, bis zum Ende des Spielzuges erleidet sie am Ende jedes Fernkampfes, den sie durchführt, und jedes Nahkampfes, an dem sie teilnimmt, eine zusätzliche Ermüdungsmarke. Ja, also der Gegner. Du kannst hier einen oder zwei Impeti quasi nehmen und damit ein oder zwei Einheiten als Ziel dafür wählen. Plumbate ist eine Aktivierung für Infanterie ohne Fernkampfwaffen. Du senkst deinen Impetus um 1, außer du legst eine 6 dafür ab. Aktiviere danach eine Einheit für einen Fernkampf mit Reichweite M, der keine Ermüdung erzeugt. Für diesen Fernkampf beträgt die Kampfkraft deiner Modelle 1. Die Rüstung deiner gegnerischen Einheit oder der gegnerischen Einheit steigt um 1. Das heißt, du kannst Krieger, die jetzt nicht mit Fernkampfwaffen bewaffnet sind, hier ja, einen Fernkampf durchführen lassen. Ja, nun möchte ich euch weitere Möglichkeiten des Battleboards der Römer vorstellen. Hier haben wir einmal Limes, das besagt, ist eine Nahkampffähigkeit. Befindet eine Einheit innerhalb von K um eine andere befreundete Einheit ohne Fernkampfwaffen. Ja, senke deinen Impetus um 1, wieder hier, um einen Bonus von 1 auf deine Verteidigungswürfel zu erhalten. Ja, ist schon einmal gut, um besser zu rüsten. Signa ist eine Aktivierung. Aktiviere bis zu 2 Einheiten zum Ausruhen. Du kannst von jeder dieser Einheit bis zu 2 Ermüdungsmarken entfernen, aber sie dürfen in diesem Fall, wenn du 2 entfernst, nicht mehr in diesem Spielzug aktiviert werden. Ist aber auch ganz hilfreich, um erschöpfte Einheiten irgendwie wieder aktivieren zu können. Die kombinierte Formation ist eine Aktivierung. Hier kannst du eine Einheit Krieger für einen Fernkampf aktivieren. Sonderregel in dem Fall ist, dass die Reichweite und Sichtlinie werden von einem beliebigen Punkt einer anderen befreundeten Einheit innerhalb von K aus gemessen. Das heißt, man misst nicht von der jetzt aktivierten Einheit, sondern von einer befreundeten um K herum. Ja, das kann die Entfernung auch natürlich verändern. Dann haben wir Scooter, ist eine Fernkampfreaktion oder Nahkampf. Senke deinen Impetus um 1, also wieder hier. Du darfst eine Anzahl Verteidigungswürfel neu werfen, die maximal deinem aktuellen Impetus plus 1 entspricht. Ja, also 2 Verteidigungswürfel mehr, 3 mehr. Ja. Ja, also das ist schon, wie gesagt, man sieht immer wieder, dass dieser Impetus eine maßgebliche Rolle am Battleboard der Römer hat. Ja, hier möchte ich euch die letzten 4 Optionen am Battleboard der Römer vorstellen. Dabei handelt es sich um Ardor, in Zeiten der Not, Baritus und in hoc signo vince. Gut, der Nahkampf. Also Ardor ist eine Nahkampffähigkeit. Du senkst deinen Impetus hier um 1. Danach erhältst du zusätzlich Angriffs- und Verteidigungswürfel in Höhe deines aktuellen Impetus. Ja? Also wenn du 4 gehabt hast, hast du noch 3 über, 3 Angriffs-, 3 Verteidigungswürfel. In Zeiten der Not ist ein Befehl, nimm 2 deiner verfügbaren Sagerwürfel, 3, wenn dein Impetus 2 oder weniger ist,
Wirf sie und füge sie zu deinen inaktiven Sagerwürfeln hinzu. Ja? Damit kann man das natürlich sein Board ein wenig optimieren. Dann haben wir Baritus. Das ist eine Aktivierung. In dem Fall senkst du deinen Impetus-Wert um zwischen 1 und 4. Ja? Und aktiviere danach entsprechend viele Einheiten. Wenn sie angreifen, erhalten sie 2 Bonus Angriffs- und 2 Bonus-Verteidigungswürfel. Bei Fernkämpfen erhalten sie einen Bonus-Angriffswürfel. Ja? Also es ist schon ja, recht mächtig, aber braucht auch 2 Würfel. Und als letztes an Bord haben wir In Hoc Signo Vinces. Das ist ein Fernkampf oder Nahkampf. Oder gilt für den Fernkampf oder Nahkampf. Du senkst deinen Impetus um 1. Lege danach Angriffswürfel ab, deren Anzahl deinen aktuellen Impetus plus 1 entspricht, also wenn du 3 hast, 4. Füge den von dir verursachten Treffern für jeden so abgelegten Würfel einen automatischen Treffer zu. Ja? Also das ist schon auch ganz, ganz mächtig, würde ich sagen. Ja, ja. Das war der Blick aufs Battleboard. 1, 2, 3. Ja, ihr habt gesehen, die Römer, eine nicht zu unterschätzende Fraktion. Die Vorteile bei den Römern wären eben, dass ihr hier ein wenig im historischen Kontext bleiben würdet. Also ihr könntet gegen eigentlich alle anderen Armeen spielen. Interessant auch vielleicht für eine mögliche Kampagne. Die Römer, hier gibt es auch einiges an Kunststoffminiaturen, die wir euch noch im Lauf auch zeigen können. Interessante Fraktion mit ihrer Impetus-Regel, die doch einiges ermöglicht. Der Zusatz, dass sie eben die Manu Ballista hat, dieses ja doch weitreichende Geschütz mit 2x L, welches hier doch auch bei großen Einheiten genug Schaden anrichten kann. In Summe eine interessante Einheit, sicher für den einen oder anderen sicher eine Option wert, sich das Battleboard und die Fähigkeiten der Römer näher anzusehen, aber das obliegt wiederum euch. Dann bedanke ich mich, dass ihr heute wieder zugeschaut habt. Wäre nett, wenn ihr uns Kommentar, Like oder was dem Kanal natürlich sehr helfen würde, ein Abo dalassen würdet. Ansonsten verbleibe ich mit den Worten Bock, Hype, Basteln, Malen, Spielen. Bis bald, Leidl, bleibt gesund und Servus!